gehe ich mal ein bisschen zurück auf meine Matte. Dann begrüße ich euch. Wir beginnen heute mal anders wie sonst. Ich habe die Stunde auch ein bisschen anders gestaltet. Und zwar fangen wir gleich mal an mit den 8 Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule. Also, stellt euch mal hüftbreit hin. Genau. Und dann nimm die Handrücken zusammen. Spür deine Füße. Atme ein, geh mit den Armen nach oben, öffne die Arme, zieh die Schulterblätter nach hinten runter. Dein Nacken ist lang und jetzt atmest du ein und neigst dich nach rechts. Einfach seitlich neigen, linke Fuß in den Boden drücken. Atme aus, zurück zur Mitte. Atme ein, neige dich nach links. Atme aus, zur Mitte. Atme ein, geh leicht zurück im Körper, atme aus und komm nach unten. Die Beine darfst du leicht beugen, wenn du möchtest, und komm mit den Händen Richtung Boden. Die Fingerspitzen stellen sich auf. Genau, ich schau. Und dann atme ein, heb den rechten Arm hoch, schau nach. Atme aus und komm zurück. Atme ein, den linken Arm hoch. Atme aus, zurück. Leg den Bauch jetzt auf die Oberschenkel. Das heißt, beug die Beine jetzt ein bisschen mehr. Der Bauch liegt jetzt auf den Oberschenkel. Jetzt hebst du beide Arme seitlich an wie ein Adler. Atme ein, schau auf den Boden. Zieh die Schulterblätter weit auseinander. Genau, das Kinn ein bisschen ranziehen. Sigi, ja. Atme aus, komm wieder runter. Lass die Arme hängen. Und dann atme ein, richte dich wieder langsam auf, die Knie lass locker, öffne dich, spreizt die Arme nach hinten raus und geh leicht ins Hohlkreuz und dann darfst du die Arme nach unten legen. Na, super, das machen wir jetzt zusammen noch dreimal, das ist unsere Aufwärmphase und dann beginnen wir in den Hauptteil. Okay, also, Hände wieder zusammen, Handrücken. Hört ihr mich alles? Alles gut? Ja? Ja, okay. Gut, atme ein. Arme gehen hoch. Handflächen zueinander. Und atme ein, neige dich nach links. Atme aus, komm zurück zur Mitte. Atme ein, geh nach rechts. Atme aus, zur Mitte. Atme ein, bleib in der Mitte und komm jetzt nach unten wieder mit den Händen, Fingerspitzen zu deinen Füßen, vor deinen Fußspitzen. Genau. Die Beine kannst du ruhig etwas beugen. Atme ein, rechter Arm, schau nach, dreh den Kopf. Atme aus, zurück. Mach mal weiter, ich schau mal noch hier. Ihr habt noch ein bisschen Einstellungsschwierigkeiten, nicht gerade lustig, ja? Okay, linker Arm, atme ein, schau nach, dreh den Arm, atme aus, komm zurück. Dann leg den Bauch wieder auf die Oberschenkel ab, heb beide Arme seitlich an, atme ein, zieh die Fingerspitzen weit nach außen, atme aus, lass die Arme hängen. Und dann richte dich wieder auf, atme ein, einatmen, leicht nach hinten in die Rückbeuge, atme aus, die Hände gehen nach unten. Gut. Das war jetzt unser erstes Teil Aufwärmen. Jetzt darfst du die Beine gut hüftbreit öffnen. Die Knie lässt etwas locker. Marion, du sollst mal in den Chat reinschauen, sagt Mareike. Sorry, dass ich dazwischen quatsch. Genau, Marion, guck einfach mal in den Chat, dann kann ich dir weiterhelfen zu deiner Wortmeldung. Okay. Und dann lass dich langsam nach unten gleiten. Und lass mal einfach den Oberkörper hängen, den Kopf hängen lassen. Schüttel mal den Kopf aus. Und schüttel mal die Arme aus. Genau. Gut. Und dann bring die Füße ein Stückchen weiter auseinander. Ja, immer weiter auseinander und versuch immer den Oberkörper nochmal hängen zu lassen und nochmal auszuschütteln.
genau. Okay. Und jetzt, wenn du nicht mit den gestreckten Beinen, mit den Fingern zum Boden kommst, dann beug die Beine etwas an. Wir wollen wieder die Fingerkuppen auf dem Boden haben. Und auch hier kommen wir wieder in die Öffnung. Atme ein, schau nach in die Hand. Dreh den Kopf mit, atme aus, komm zurück. Atme ein, linke Hand nachschauen und zurück. Wenn du die Beine strecken kannst, darfst du sie gerne strecken. Ich sehe aber, ich habe jetzt nur ein Bild, das ist nur von der Sigi, ansonsten kann ich niemanden korrigieren. Und noch eine Runde, atme ein, schau nach, Kopf dreht mit, atme aus, zurück. Und andere Seite nochmal, einatmen, nachschauen, genau, super, ausatmen, zurück. Dann schließ die Beine wieder. Beug die Beine an und roll langsam Wirbel für Wirbel aus. Genau, super. Und dann greif mal die Schulter nach hinten. Gut. Und das war's auch heute schon im Stehen. Wir gehen nach unten, das heißt auf die Matte. Und zwar, ich setze mich seitlich hin. Ihr sagt, ob alles soweit okay ist. Oder Daumen hoch, ist alles soweit okay? Seht ihr mich gut jetzt? Ja? Gut. Hört zwar nichts, aber ihr könnt jetzt das Kissen nehmen. Dann hilft es euch ein bisschen besser, nach vorne zu kommen. Ich mache das auch mit Kissen. Und zwar streckst du erstmal beide Beine aus. Richtest dich auf. Genau. Das Kissen einfach unter den Popo, dass du so ein bisschen nach vorne kippst. Ja, ist gut, Sigi. Alles gut. Ja. Nicht schlecht. Dann mach ich dann. Gut, dann geht's weiter. Beugt das linke Bein an, legt die Fußsohle an den rechten Oberschenkel. Jetzt machen wir ein bisschen heller. Ist es okay für euch? Oder ist es zu hell? Doch, ist gut. Er sagt gut, alles klar. Prima. Ja, Daumen hoch wird mir schon helfen, wenn ihr schon nicht mit mir redet. Die können mich nicht reden. Die haben es dumm geschaltet, okay. Gut. Dann gehst du mit beiden Händen Richtung rechtes Schienbein oder Knöchel, soweit du hinkommst. Versuch den Rücken lang zu machen, zu strecken. Und wenn du weiter nach vorne kommst mit den Händen, kannst du vielleicht auf den Knöchel fassen. Die linke Hand geht an die Fußaußenkante. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Nichts erzwingen. Mir reicht auch der Knöchel. Und dann arbeitest du schön mit deinem Rücken, zieh den Rücken nach vorne, schieb das Brustbein nach vorne. Atme ganz bewusst in diese Dehnung hinein. Spür die Dehnung in der Beinrückseite, im Rücken, im Becken, schieb das Becken schön nach vorne. Okay, richte dich langsam auf. Dann stell das rechte Bein auf, das gerade gedehnt wurde, und streck das linke Bein aus. Wir machen eine kleine Ausgleichübung. Ja, lass den rechten Bein aufrecht stehen, genau. Die linke Hand fasst nun das rechte angewinkelte Bein. Und dann nimmst du den rechten Arm und setzt ihn hinter dir am Rücken ganz nah ab. Und streckst jetzt mal die Wirbelsäule, das Brustbein nach vorne. Stolzenbrust. Die Schultern tief runterziehen, die Schultern schön runter, ja. Und jetzt drehst du den Kopf nach rechts und schaust so weit du kannst über deine rechte Schulter. Und dann kommst du zur Mitte zurück und dann wechseln die Seiten. Noch eine Frage, ist die Musik zu laut? Die Hintergrundmusik? Daumen hoch oder runter. Sigi, ist die Musik zu laut? Hörst du mich nicht? Scheinbar nicht. Doch, okay. Dann wechseln wir die Seite. Das linke Bein streckt sich, das rechte Bein beugt sich an. Das ist ja mein Kissen. Wie gesagt, das Kissen hält einfach, dass du dann das rechte Bein sanfter ablegen kannst. Jetzt kommst du langsam wieder zum linken Bein. Und ziehst das Brustbein nach vorne und schaust mal, ob du an den Knöcheln hinkommst.
dann kannst du vielleicht noch ein bisschen weiter vor. Versuch mal so zu spüren, wie weit kann ich denn? Gibt es vielleicht noch einen Zentimeter? Und so mancher, denke ich, kommt vielleicht sogar mit der Hand an die Fußsohle oder Fußaußenkante. Das heißt, die rechte Seite ging gleich. Nach vorne drin? Okay, dann drehe ich mich nach vorne. Gut. Ich habe heute noch meinen Manager dabei, eine Hilfe, die mir erfahrenerweise ein bisschen mich coacht. Ist jetzt soweit alles gut? Also, okay. Alles klar. Ich weiß jetzt Bescheid. Positionswechsel. Also wir waren jetzt noch in dieser Dehnübung und versuche jetzt mal das Brustbein nach vorne zu schieben. Spür die Dehnung in der Beinrückseite, im Rücken. Schieb ein bisschen mehr das Brustbein noch nach vorne. Ja. Und dann richte ich auf. Und dann darfst du das linke Bein jetzt aufstellen. Das rechte Bein ausstrecken. Und wir kommen wieder in die Drehübung, in den Ausgleich. Die rechte Hand passt das angebeugte linke Knie. Und die linke Hand setzt sich ganz nah hinten am Rücken ab. Stolze Brust nach vorne. Und dann drehst du den Kopf über die Schulter und versuchst auch so ein bisschen den Hinterkopf zur Decke zu schieben. Genau. Und dann komm zurück zur Mitte. Gut, das war unsere Sitzübung. Jetzt kommen wir in die Rückenlage. Jetzt drehe ich mich wieder andersrum. Müsst ihr gucken, dass ihr mich da noch seht, eure Kamera. So, wir rollen langsam ab, stell die Beine auf, hüftbreit, pass in die Kniekehle. Mach dich jetzt rund, jetzt darfst du dich mal rund machen. Und roll langsam Wirbel für Wirbel ab. Bis du schön auf der Matte liegst. Genau. Und dann hast du beide Beine aufgestellt, hüftbreit. Knie, Fußspitzen gehen nach vorne. Die Arme sind auf der Matte oder auf deinem Boden. Und du ziehst die Fingerspitzen Richtung Ferse. Und das Kinn ziehst du etwas ran zum Brustkorb. Ja? Den Kopf lass ruhig entspannt liegen, einfach schön den Hinterkopf rausdehnen. Und dann kommen wir mit dem Popo langsam hoch, atme ein, roll auf. Drück das Becken Richtung Decke, spür deine Füße und roll langsam Wirbel für Wirbel wieder ab. Abrollen, 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 bis du wieder schön sanft unten ankommst. Und mit der nächsten Einatmung rollst du wieder auf, spür die Füße, zieh deinen Beckenboden hoch und drück das Becken nach oben. Sieht gut aus, Sigi, prima. Und dann roll langsam wieder Wirbel für Wirbel ab, vom Brustwirbel beginnend. Abrollen, abrollen, abrollen. Und das machen wir noch zweimal. Und du rollst wieder auf, einatmen. Und spür mal, was du tust, spür die Kraft in den Beinen. Abrollen wieder für die Dehnung in deiner vorderen Seite. Noch einmal einatmen hoch. Und das letzte Mal ausatmen, wieder langsam abrollen. Gut. Prima. Dann zieh die Beine ran zu dir, die sind angewinkelt jetzt Richtung Decke. Anbeugen die Beine 90 Grad. Und dann umfass mal deine Schienbeine und drück sie den Oberschenkel auf deinen Bauch. Einfach mal so richtig fest ranziehen. Und dehn den Nacken noch hinten raus, mach wieder ein leichtes Doppelkinn. Und dann roll mal von rechts nach links und massiere dir mal ein bisschen den Rücken. Einfach hin und her. Gut. Dann leg die Arme wieder ab. Wir kommen zur Rückbeuge, streck die Beine zur Decke aus. Dann wollen wir ein bisschen was für unsere Beine machen, für die Füße. Und du ziehst nochmal den Hinterkopf schon raus und bewegst die Füße erstmal einfach auf und ab.
Das kennst du, Sigi, von unserer Stunde, gell? Die dabei sind bei mir, die kennen ja die Übung schon. Das heißt, die Fußspitze auf- und abbewegen, dass die Venenpumpe aktiviert wird. Machen die Füße auch schon schön warm. Und dann greif mal die Fußgelenke. Einfach nach innen kreisen, einfach kreisen die Fußgelenke. Nur die Füße kreisen. Gut. Und dann in die andere Richtung kreisen die Füße. Gut. Dann halte die Beine nochmal gestreckt. Und wir wollen ein bisschen noch unseren Körper mit kräftigen. Wir machen jetzt den umgedrehten Tisch. Du hältst die Beine gestreckt, die haben wir jetzt schon schön vorbereitet. Und jetzt darfst du aber noch die Hände zur Decke strecken, als wolltest du die Decke stützen. Die Handflächen schieben zur Decke. Die Fingerspitzen gehen runter zur Nase. Und jetzt hebst du auch den Kopf noch mit an um die Schulter und schaust zu deiner Decke. Wenn du Nackenprobleme hast, kannst du gerne mit einer Hand den Kopf stützen. Ja, aber immer darauf achten, dass das Kinn wegbleibt jetzt vom Brustkorb, dass die Faust runterpasst. Wer keine Nackenprobleme hat, kann beide Hände zur Decke strecken. Und wenn es anfängt zu zittern, dann lass die Beine vielleicht ein bisschen gebeugt, dann geht es leichter. Leg den Kopf wieder ab, beug die Beine an und nimm jetzt deine Arme, deine Unterarme und pass unter die Kniekehle, öffne die Knie so ein bisschen nach außen. Genau. Einfach mit dem Unterarm so einhaken, nicht die Hände, sondern den Unterarm einhaken, so Unterarm, ja genau, super. Und jetzt ziehst du die Knie Richtung Schulter und siehst, dass jetzt die Knie so weit zur Schulter, dass unten, der Popo, seht ihr das bei mir? Dass der Popo sich ein bisschen anhebt. Ja? Und dann hältst du die Position. Spürst du den in meinem unteren Rücken. Und dann darfst du die Haltung langsam auflösen. Stell die Beine nacheinander ab. Lass die Beine jetzt mal ausgleiten. Und leg die Arme mal kurz ab, lass die Handflächen zur Decke schauen und schließ mal die Augen. Und nimm dich jetzt erstmal noch auf der Matte wahr, wie liegst du auf. Spür mal ganz bewusst deinen unteren Rücken. Da wollen wir jetzt ein bisschen arbeiten. Über den Abstand von der Matte zum Rücken. Dann öffne wieder deine Augen, zieh das rechte Bein ran. Halte es angewinkelt, nimm die linke Hand und nimm das Knie von außen, das rechte. Der rechte Arm bleibt liegen. Wir machen das Krokodil. Wir ziehen jetzt das rechte angewinkelte Knie nach links und der Kopf dreht sich nach rechts. Das linke Bein ist gestreckt, dass wir schön rüberkommen. Schau mal. Spür die Dehnung im Rücken. Hast du das linke Bein gestreckt, Sigi? Ja? Kannst du ganz schlecht erkennen. Okay. Dann kannst du ruhig die Augen schließen, mal in diese Dehnung hineinatmen, in deinen Rücken. Und du hast die linke Hand schön satt am Boden. Spürst mal die rechte Schulter und deine rechte Handrücken. Und dann kommst du langsam zurück aus dieser Haltung, stellst das Bein ab und lässt es ausgleiten. Und spür jetzt mal den Unterschied, ob du was feststellen kannst, wie die rechte Seite jetzt aufliegt im Vergleich zur linken.
Spürt ihr den Unterschied? Daumen hoch. Wobei es beim Yoga immer Daumen hoch, das stört. Dann lassen wir es. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr spürt. Linkes Bein ranziehen. Rechte Hand nimmt das linke gebeugte Knie von außen und zieht es sanft nach rechts und der Kopf. Dreht sich nach links. Die linke Schulter bleibt schön am Boden. Und du schließt deine Augen, atmest mal ganz bewusst in die Dehnung hinein. Gut, dann komm wieder zur Mitte zurück. Stell den Fuß ab und lass ihn nochmal ausgleiten. Und nimm jetzt nochmal bewusst deinen Rücken wahr, wie er sich anfühlt. Vielleicht ist es da ein bisschen leichter, ein bisschen satter auf der Matte liegend oder auf deinem Boden. Gut, dann stell die Beine auf und dreh dich zur Seite, zu mir, dass du mich wieder siehst natürlich. Und dann kommst du in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter der Schulter, schulterbreit. Die Knie sind unter der Hüfte, hüftbreit. Atme nun tief ein, du darfst den Bauch mal hängen lassen, ich sehe es nicht. Und atme aus, mach die Katze, mach dich rund, drück deinen Rücken Richtung Decke, zieh das Kinn ran zum Brustkorb. Atme ein, lass den Bauch wieder hängen, geh in das Hohlkreuz. Atme aus, mach dich wieder rund. Atme ein, nochmal hängen lassen, lass die Ellenbogen dabei etwas locker, nicht ganz durchstrecken. Atme aus, mach dich rund. Letztes Mal. Und komm wieder in den Füßlerstand. Und dann darfst du dich nach vorne zu mir drehen. Und wir setzen uns auch wieder auf ein Kissen. Ich habe jetzt noch die letzte Übung einmal im Sitzen. Gut. Du kannst entweder die Beine anbeugen im Lotussitz oder was bequemer ist für mich, ist immer, wer Knieprobleme hat, nimmt so ein Kissen oder sein Sofakissen hochkant. Und setzt sich dann drauf, dann haben die Knie nämlich gar keinen Stress. Ja? Genau. Gut, dann fass mal deine Ellenbogen. Genau. Atme ein, drück die Arme nach hinten. Zieh die Schulterblätter nach hinten unten. Zieh deinen Bauchnabel fest nach innen und atme ganz bewusst weiter. Spür mal die Atmung durch die Nase ein und aus. Und dann neig dich mal nach rechts, seitlich aufgeben. Genau. Und versuch die linke Schulter schön hinten zu lassen, Bauchspannung halten, atmen. Halte im Moment diese Position. Dann komm langsam zurück zur Mitte. Und lass dich zur anderen Seite neigen und zieh wieder die rechte Schulter zurück, dann nach links. Wieder zurück zur Mitte. Zieh die Schulterblätter nochmal aktiv nach hinten unten. Und dann kommen wir jetzt mit Drehung. Du drehst dich jetzt komplett mit dem Rumpf und nicht so ganz still. Es geht nicht viel. Es ist minimal. Dreh dich einfach mal nach rechts oder links. Da. Atme weiter. Dann komm langsam zur Mitte zurück. Und dreh dich zur anderen Seite. Schultern nach unten ziehen, Brustbein nach vorne. Und dann kommst du zur Mitte zurück. Nimm die Hände, fass hinten an deinen Kopf und such mal hinten den Knochen, den Schädeldachansatz. Und versuch die Ellenbogen nach vorne zu drücken.
Den Mund lässt ihr jetzt schon mal locker und wir lassen uns einfach jetzt nach vorne sinken im Kopf. Die Schwerkraft wirkt, die Ellenbogen bleiben vorne. Öffne den Mund und lass das Kinn einfach sanft zum Brustkorb sinken. Spür die Dehnung im Nacken, hinten. Lass den Mund offen, die Anspannung rausgeht aus dem Nacken. Ja, einfach den Kopf sinken lassen. Dann richte dich langsam wieder auf, öffne nochmal deinen Brustkorb, zieh nochmal die Ellenbogen fest nach hinten, atme nochmal tief ein, das ist unsere letzte Übung, atme aus, bring die Ellenbogen nochmal sanft nach vorne, nicht ganz schließen, leicht offen halten und nochmal einatmen, öffne dich nochmal, öffne dein Herz, spür die Weite im Brustraum und das letzte Mal. Die Arme dazu sinken lassen und die Hände legst du jetzt mal ganz entspannt auf deine Oberschenkel, du kannst dich aber auch hinlegen, wenn du möchtest. Schließ jetzt mal die Augen und spür einfach mal jetzt in dich hinein, wie geht es dir jetzt nach dieser Übungssequenz. Ich mache jetzt die Musik aus. Wie fühlt sich jetzt dein Körper an? Nimm deine Atmung mal ganz bewusst wahr. Und dann lese ich euch zum Abschluss wieder einen kleinen Text vor, wie immer. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne auch hinlegen. Die Zeit, wenn die bunten Blätter von den Bäumen fallen, ist eine gute Gelegenheit, sich von altem, überlebten Ballast zu befreien. Dadurch fühle ich mich belebt und energetisiert. Diese Kraft kann ich nutzen, um Arbeiten im Haus und Garten zu erledigen, mich um meine Korrespondenz zu kümmern und allgemein in meinem Leben für Ordnung zu sorgen. Wenn meine persönlichen Dinge gut geordnet sind, gibt es weniger Probleme und ich fühle mich stark, handlungsfähig und zuversichtlich. Gut, meine Lieben, das war unsere Stunde. Wollen wir uns gemeinsam noch verabschieden mit Namaste? Machen wir noch unser Ritual wie gehabt, dann stehen wir auf oder ihr könnt auch sitzen bleiben. Ah, sie hat sich eingeklickt. Okay, gut. Ja, super, jetzt sehen wir die Gesichter. Das ist ja toll. Prima. Gut, schön. Ach, nochmal tief ein. Ich weiß nicht, ich mal da auch. Danke. Namaste. Danke euch. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Tschüss.